Sonneberg, 17. Juni 2017, kurz vor 9 Uhr. Die Pico-Fans stehen Schlange. Dr. René F. Wilfer hält eine kurze Begrüßungsrede. Es ist 9.01 Uhr, das Tor ist offen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch halt, können wir mit dem Ende der Geschichte beginnen? Meine innere Stimme sagt nein. Also alles zurück in die Ausgangsposition. Bevor ich mit dem Tag der offenen Tür weitermache, erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte. Von der kleinen grauen Maus, die sich zu einem stolzen Schwan verwandelte. Was, die kennen Sie noch nicht? Sie beginnt am 1. Mai 1992. Zum 1. Mai 1992 habe ich die Firma Pico gekauft. Ein von der Treuhand tot gepflegtes Kind. Keiner wollte es haben. Und man ist an mich herangetreten und ich habe gedacht, Pico ist eine Ostmarke, ist eine bekannte Ostmarke. Da steckt vielleicht Musik drin. Gut, war aber nicht so. War keine Musik drin. Keiner wollte es im Osten haben nach der Wende. Und wir haben unser Glück dann im Westen versucht, haben gleich auf Modellbahn umgestaltet, haben relativ wenig Spielwaren dann gemacht. Am Anfang haben wir es noch ein bisschen probiert, aber zum Schluss haben wir die Spielwaren dann, ich glaube 1995 haben wir mit den Spielwaren aufgehört und haben uns dann nur noch auf Modelleisenbahn konzentriert. Das war unser Glück, sonst würden wir heute hier nicht mehr stehen. Und gut, dann also am Anfang erstmal Probleme gehabt im Osten, dann kamen wir mit den Doppelstockwagen raus und die Farben sind ja zum Teil ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also eigentlich sind sie hässlich, aber die fanden die alle toll. Und das war sozusagen unser Einstieg auch wieder in die neuen Bundesländer. Da hat man dann angefangen, wieder sich an Pico zu erinnern, Pico lieb zu gewinnen und da sind wir dann wieder aufgegangen und da war natürlich relativ viel Risiko dabei, aber das habe ich damals gar nicht so gesehen und das war auch gut so. Dem kann man aus heutiger Sicht nur zustimmen. Doch die eigentliche Geburtsstunde von Pico schlug noch vor der Gründung der DDR. Die Geschichte war ja so, man hatte sich entschieden, dass man im Osten auch eine Modelleisenbahn machen möchte. Das war so 1946 oder sowas, hat man gesagt, wir wollen im Osten auch eine Modelleisenbahn haben. Wer könnte sowas machen? Ein Werk, was Feinmechanik macht. Ah, da haben wir was in Chemnitz, da ist Siemens, macht Siemens Modelleisenbahn. Naja, und die Siemensianer, die fanden das natürlich wahrscheinlich ziemlich popelig, eine Modelleisenbahn zu machen und haben da also keine große Lust dazu gehabt. Und die Modelleisenbahner damals um Herrn Brust und andere Größen, da gab es noch einen Professor in Berlin für Modelleisenbahn, die haben sich dann überlegt, wo gehen wir denn hin? Da gehen wir doch in die Spielzeugstadt Sonneberg. Und dann haben es die IO ausgeguckt und ob die das aus freien Stücken gemacht haben oder per Order Mufti, das weiß ich natürlich nicht. Aber jedenfalls ist dann Pico hier nach Sonneberg gekommen und da wurde dann letztendlich der VEB Pico draus. Immerhin produzierten die Chemnitzer die ersten zwei Spielzeugeisenbahnpackungen der Baugröße H0, die bereits 1949 auf der Leipziger Herbstmesse unter dem Namen Pico Express vorgestellt wurden. Die Zugpackungen enthielten einerseits die Elektrolokomotive ME102 und andererseits die stromlinienförmige Dampflokomotive mit Schlepptender ME101. Woher die Schreibweise von Pico mit C kam, ist unbekannt. Aber es ist anzunehmen, dass Pico Express das Gegenstück zu Trix Express werden sollte. 1952 wurde die Produktion von Modellbahnen ins thüringische Sonneberg zur IO, der Elektroinstallation Oberlind, verlagert. Von nun an ging es stetig bergauf mit der Modellbahn. Und die Modellbahngemeinde wuchs weiter an. Auf Messen und Ausstellungen konnten die vielen neuen und die technisch stets verbesserten Modelle bestaunt werden. Selbst die Staatsführung der DDR zeigte Interesse und legte natürlich produktionslenkend Hand an. Das konnte nur schiefgehen. Denn kaufen konnte man sie nicht in dem Maße, wie der Bedarf wuchs. So kam es, dass die Modellbahn, heute unvorstellbar, zur Bücktischware wurde.
10 Jahre später, 1962, wurde auf Beschluss des Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland der VEB Pico Sonneberg gegründet, der aus dem Betrieb VEB Feinmechanik Sonneberg und dem Betriebsteil Modellbahn der IO, Sie erinnern sich, Elektroinstallation Oberlind, hervorging. Mit der Kombinatsbildung 1974 wurde bei Pico Sonneberg die Produktion auf elektromechanische Spielwaren erweitert. Die Modellbahnerzeugnisse wurden mit dem Handelsnamen Pico geschützt. Und die Modellbahnpalette konnte sich durchaus sehen lassen. Viele Modelle schafften es auch in die Kataloge in den damaligen Westen, wie zum Beispiel von Quelle. Selbst eine Einschienenbahn war im Produktionsprogramm. Beim Anblick dieser Bilder werden bei mir wieder Kindheitserinnerungen wach. Vieles blieb leider ein Wunschtraum. Apropos Kindheitserinnerung. Neugierige Frage. Hat der Chef von Pico selbst mit Modellbahn gespielt? Sie werden sich wundern, als kleiner Junge habe ich eine große Modellbahn gehabt. Habe da sehr viel mit, ja, gespielt kann man eigentlich nicht sagen, sondern gebastelt. Bin da, ja, wie alt war ich da, so zwischen 10 und 14, bin da viel im Keller gesessen, unter der Platte gelegen, auf der Platte gelegen, hatte ältere Herren, die mir, wie alt die damals waren, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich höchstens 30 oder 35 oder sowas, die mir damals Tipps gegeben haben, wie man Modelleisenbahn baut. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe die Modellbahn abgebaut, die kam dann in eine große Kiste, die steht heute noch bei mir auf dem Dachboden. Wir haben sogar einige Gleise aus dieser Kiste genommen, die wir bei uns auf unsere Anlage als Teststrecke eingebaut haben. Wenn Sie da mal hingehen, sehen Sie welche, da ist an den Gleisen ist da also noch mit Weißleim, da hängen dann also noch Grasreste dran. Gut, in den letzten Jahren kann mich da nicht mehr so sehr viel drum kümmern. Seit 1992 nun gibt es die Pico GmbH, die viele neue Modelle produziert und eine wachsende Schar von Pico-Fans hat. Im Gegensatz zu DDR-Zeiten sind die Produkte, Gott sei Dank, keine Bück-Dich-Ware mehr. Und dafür sorgt der Vertrieb von Pico, dass alle Neuheiten und Modelle pünktlich beim Händler vorrätig sind. Jens Bayer hat dafür den Hut auf. Pico ist so erfolgreich, weil wir ein starkes Team sind. Angefangen von der Konstruktion, Entwicklung, über die Montage bis hin zum Vertrieb und natürlich auch zum Marketing. In dem Sinne spielt ein Zahn an das andere und das ist das Erfolgsrezept. Vertrieb, hatten Sie es angedeutet, ist natürlich auch mehr heute als nur interessante Modelle zu bringen. Man muss die Markenphilosophie, man muss die Markenpräsenz im Handel stärken, man muss die Kunden begeistern und ich denke, das macht Pico in den letzten Jahren recht positiv. Und wie viele Händler gibt es in Deutschland? Ja, wir haben ca. 600 Händler in Deutschland, die Modellbahn verkaufen, Pico-Modellbahn verkaufen. Wobei natürlich gerade im Hinblick auf die Neukundengewinnung wir bestrebt sind, Modelleisenbahnen eigentlich an verschiedensten Vertriebskanälen zu verkaufen. Der Modellbahnfachhandel, also die 600 Händler, sind natürlich unser größter und wichtigster Bereich. Darüber hinaus, wie gesagt, sind wir bestrebt, Modelleisenbahnen, gerade Startsets, interessante Hobbyartikel, breit über verschiedene Vertriebsschienen zu distributieren. Also Pico hat in diesem Jahr aktuell im Sortiment knapp über 2300 Artikel. In den vier Spurgrößen Gattenbahn, H0, TT und N. Wenn man dazu jetzt noch die Ersatzteile ziehen würde, ist es ein richtig breites Sortiment. So, bis hierher kennen Sie jetzt die Geschichte von der kleinen grauen Maus bis zum stolzen Schwan in Kurzfassung. Jetzt können die Tore zum 10. Tag der offenen Tür geöffnet werden.
Das Goethe-Wort aus Faust 2, solch ein Gewimmel möchte ich sehen, trifft hier ins Schwarze. Der gute Geheimrat hätte heute seine Freude gehabt. Die Verkaufsstände sind dicht umlagert, denn es locken viele Schnäppchen und Sonderangebote. Ganz lange Schlangen bildeten sich hier vor den großen Kisten, wo Oberteile von Fahrzeugen, Modellhäuser, Bastelware oder Ersatzteile diverser Fahrzeuge aus vergangenen Pico-Produktionen lockten. Das Angebot scheint schier unerschöpflich. Ich kämpfe mich durch das Gedränge an den Verkaufsständen vorbei, denn es gibt noch die Möglichkeit, Einblicke in die Produktion zu bekommen und den Mitarbeitern von Pico dabei über die Schulter zu schauen oder auch Fragen loszuwerden. Doch jetzt drängt die Zeit und ich muss meine Neugier zügeln. Ich eile zur offiziellen Begrüßung der Gäste und Besucher. Der Oberbürgermeister von Sonneberg, Dr. Heiko Vogt und auch der Coburger Landrat Michael Busch waren unter den Gästen zu finden. Und da wir es mit Geschichten schon mal hatten, kommt wieder eine. Die Kreisellok. Wie das zustande kam, erzählt uns Sonnebergs Oberbürgermeister Dr. Heiko Vogt. Na, wir haben, als wir den ersten Kreisel in Sonneberg gebaut haben, da war natürlich jeder skeptisch. Ein Kreisel, funktioniert der? Kommen da Autos überhaupt rum und durch und gibt es da Unfälle oder nicht? Wir haben zu der damaligen Zeit 7 Kreisel in der Planung gehabt. Und ich habe vorgeschlagen, in der Mitte der Kreisel jeweils das Thema Spielzeugstadt Sonneberg irgendwie für den Verkehr oder für alle Menschen, die da vorbei müssen, zu präsentieren. Es ist das Projekt Kunst im Kreisel entstanden. Wir haben in der Innenstadt von Sonneberg ein Kunstwerk auf den Kreisel gestellt. Das war sehr umstritten. Der Künstler ist mit Eiern beworfen worden. Inzwischen lieben es alle oder die meisten lieben es. Und in diesem Zuge haben wir dann vorgeschlagen, dass wir Kreisel den Firmen widmen. Deswegen ist der Pico-Kreisel damals auch so benannt worden. Und wir geben den Firmen die Möglichkeit, Kunst dort aufzustellen. Und nun ist es so, Dr. Wilfer und ich, wir haben uns ja gefühlt 100 Jahre, aber tatsächlich waren es 10 oder 15 Jahre über das Thema unterhalten, was könnte dort innen reinkommen. Wir haben mit seinem Designer, der seine Brillen designt, unzählige Diskussionen geführt, was könnte da passen, was könnte nicht passen. Ich kann mich an eine Episode erinnern, da hat Dr. Wilfer an einem Sonntagmittag, ich denke um 1 war es, hat er bei mir zu Hause angerufen: Herr Vogt, können Sie mal schnell kommen zu mir in die Wohnung, ich habe da eine Idee. Da war ich um 2 bei ihm im Wohnzimmer. Er hat mir ein Modell 1:33,7, also in irgendeiner Eisenbahngröße, hat er mir vorgestellt. Da haben wir gegrübelt, wird's das nicht. Und dann sind immer noch mal fast 10 Jahre vergangen, bis er dann gekommen ist und hat gesagt, ich habe eine Idee, ich habe da eine Lok, irgendwo eine alte Industrielok. Was halten Sie davon? Da habe ich gesagt, okay, kann ich mir gut vorstellen. Bunt muss er sein, anständig dastehen muss er. Und beides ist so geworden. Und ich denke mal, die Sonneberger nehmen, obwohl eine Lok im Kreisel ja nicht wirklich Kunst ist, es ist halt eine Lok, die nehmen das wesentlich besser an als das Kunstwerk von Professor Bocconi. Und ich habe bis jetzt eigentlich nur positive Resonanzen gehört. Und es ist jetzt automatisch auch ein sehr guter Wegweiser in Richtung Pico, weil man muss einfach dort langfahren, wo die Kreisellok hinfährt, in die Richtung. In einem Punkt muss ich dem Oberbürgermeister jetzt doch widersprechen. Er sagte, eine Lok ist keine Kunst. Das glaube ich nicht. Lok ist immer Kunst. Dass an der Lok kein Weg mehr vorbeiführt, habe ich selbst ausprobiert. Egal aus welcher Richtung man kommt und zu Pico will, die Richtung stimmt immer. Und jetzt im Schnelldurchlauf Impressionen vom Aufstellen der Lok.
Zwei Fragen möchte ich dann doch noch loswerden. Was bedeutet für Sie eigentlich Pico hier in der Region? Pico ist zum einen eine unserer größten Firmen hier bei uns, aber zum anderen, und es ist viel wichtiger, Pico ist noch ein Überbleibsel, möchte ich fast sagen, aber im positiven Sinne, unserer langen Tradition als Weltspielzeugstadt Sonneberg. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass es hier noch einen produzierenden Betrieb gibt, der Eisenbahnen entwickelt, baut und supermäßig vermarktet. Kennen Sie eigentlich Pico noch von früher? Selbstverständlich, ich habe selbst eine Pico-Eisenbahn gehabt. Ich habe es dann mit 18 Jahren, habe ich dann das Interesse etwas verloren, gebe ich offen zu. Aber vorher mit meinem Vater zusammen zu Weihnachten ist die vom Boden gekommen, Staubsauger drauf, abgesaugt und da haben wir mitgespielt. Also ich habe da richtig auch gebastelt und alles Mögliche mitgemacht. Das hätte mich jetzt auch fast gewundert, wenn ein Sonneberger Kind nicht mit der Pico-Eisenbahn gespielt hat. Ich schaue mich auf dem Freigelände um. Hier wird den Kindern einiges geboten. Im Mittelpunkt und hoch im Kurs steht die Gartenbahn. Die Kinder spielen und staunen. Um den Nachwuchs für die Modellbahn muss man sich beim Anblick dieser Bilder kaum Sorgen machen. Ich habe mich jetzt zum Abschluss mit Dr. René F. Wilfer verabredet. Die Platzverhältnisse sind sehr beengt. Aber jetzt können wir sprechen. Und jetzt dreht sich alles ums Jubiläum. 10 Jahre Tag der offenen Tür und 25 Jahre Pico. Und ich beginne prompt mit einem Versprecher. Macht nichts, alles live und in Farbe. Kommen wir mal zu den 10 Jahren. Da muss ich unbedingt drauf rumreiten. Ist ja auch ein Jubiläum. Sollte Sie ein bisschen stolz machen, nicht, 10 Jahre. Nicht 10 Jahre, sondern 10. Tag der offenen Tür Jubiläum. Liebe Zuschauer. 10 Jahre. 10, 2 Jahre. Wir haben jetzt 18 Jahre Pico Tag der offenen Tür. Das erste Mal 1999 zum 50-jährigen Jubiläum von Pico. Und jetzt haben wir den 10. Tag. Und was sind wir jetzt? 2017. Also? 18 Jahre. 18 Jahre. Jetzt habe ich mich auch 11, noch recht. Rechnen ist schwer. Hä? Das ist typisch. Ältere Leute, die antworten immer gleich, auch wenn es falsch ist. Meine Tochter wartet immer und rechnet. Die denkt erst, bevor sie redet. Herr Buttig? Ich habe, liebe Zuschauer, jetzt meine Kamera da. Also ich habe den Spickzettel natürlich nicht mit. Ich habe bewusst darauf verzichtet, weil der Doktor mich sowieso immer austrickst. Da habe ich gedacht, lass was laufen. 18 Jahre ist okay. Aber trotzdem 18 Jahre ist okay, ja. Aber trotzdem ist es das 10. Und ja, wie stolz macht sie denn das eigentlich? 10 Jahre lang oder das 10. Fest mit solchen vollen Hallen? Ich meine, schauen Sie rum, wenn Sie die Menschen alle anschauen, die sind glücklich, obwohl es voll ist. Die stehen hier gerade bei den Oldies, wo sie also ein bisschen was ergattern können. Da stehen die stundenlang an und machen kein langes Gesicht und fangen nicht an zu schimpfen. Nein, die Menschen lieben das. Die kommen hier gerne her und sind begeistert. Und ich meine, wir sind auch alle begeistert, nicht nur ich, meine Mitarbeiter auch, weil ich meine, hier sieht man mal richtig deutlich, dass die Modellbahnbranche und die Modellbahner nicht aussterben. Es sind auch nicht nur alte Leute hier, es sind auch viele junge Leute hier, es sind auch viele Kinder hier, viele Familien mit Kindern. Was wollen wir denn mehr? Das ist eigentlich das Schöne, dass vor allem die Jugend wiederkommt, ja, und Kinder hier sind, die da, ja, begeistert werden. Genau. Und die Eltern sollen es ja weitergeben. Ne? Natürlich, ich meine, selbstverständlich, wir brauchen die älteren Leute. Wie ich meine Eisenbahn als kleine Junge gebaut habe, haben mir ältere Herren dabei geholfen. Der Betriebsleiter von meinem Vater, sein Werk, der hat mir damals geholfen, die Eisenbahn aufzubauen. Ja, und ich meine, da braucht man, das kann man als Kind nicht machen, weil man lernt viel mit Elektrik, man muss viel verdrahten, heutzutage digital. Ja gut, das sind die Kleinen wahrscheinlich meist besser als die Eltern, aber trotzdem, man braucht einfach Unterstützung. Und außerdem braucht man auch jemanden, der einem dann sagt, hast du toll gemacht. Papa, komm mal runter, ich habe die Eisenbahn jetzt, die Lichter an. Und mussten meine Eltern auch öfters mal kommen und mal gucken, wie die dann gefahren sind. 25 Jahre ist ja auch ein ganz schönes Stück Zeitentwicklungsgeschichte. Und Sie haben ja auch jetzt, wenn man den heutigen Tag sieht, man hört es ja auch an den Sprachen, es sind ja auch unterschiedliche Sprachen zu hören. Wie viele Leute haben Sie eigentlich angemeldet? Woher kommen die eigentlich? Also angemeldet haben sich, glaube ich, über 5.000 Leute. Also die letzte Zahl habe ich gar nicht, weil das natürlich den letzten Tage wird es dann immer noch ein bisschen mehr. Wo die herkommen, die kommen aus, ja gut, natürlich Deutschland. Die kommen aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich, aus Tschechien, aus Österreich, aus USA, aus Polen.
Ja, also aus den Nachbarländern, aus den USA ist ja nicht gerade Nachbarland, aber ich habe gerade Kunden aus den USA begrüßt. Sind wir großzügig. Ja, sind wir großzügig, ja. Ja, nun, alle zwei Jahre, das lohnt sich. Ja, da sagt man sich, naja, wenn du nicht kommst, dann musst du vier Jahre warten, also komm mal lieber alle zwei Jahre. Und ich meine, es ist einfach toll, wenn man sich hier umschaut und so viele Pico-Freunde sieht, das begeistert mich. Ja, nun sind wir ja nun nicht umsonst hierher gekommen, weil wir beide haben ja mal so ein bisschen was Besonderes vor. Ne? Ja. Ja. So, und deswegen haben wir uns. Für unsere Freunde tun wir natürlich uns was, lassen wir uns was einfallen. Ja, selbstverständlich. Natürlich auch für die Zuschauer, weil die erwarten das von uns und auch die Zuschauer hier. 25 Jahre ist eine stolze Zahl. Ja. Ja? Ja. Und wir hatten zur Messe ja ein bisschen was angefangen, was richtig gut war, was auch gut angekommen ist. Und dann habe ich gedacht, wir machen das ganz einfach weiter. Ich habe gedacht, dass wir zum 25. Jahrestag sozusagen was anstoßen. Mit einem Pikolöchen. Ja, selbstverständlich haben wir dabei. Wir halten es auch mal in die Kamera. Oh, die Ecke ein bisschen kaputt gegangen. Ich muss es mal hier reinhalten ganz schnell, damit man es auch sieht. Wir haben uns wieder ein Pikolöchen mit einem Wahlspruch einfallen lassen. Mal ein bisschen sauber machen. Das Benutzen dieser Modellbahn in den Spurweiten N, TT, H0 und G kann süchtig machen. Ich hoffe doch. Ja, aber den letzten Beitrag in Verbindung mit Pico Smart Control und drunter den Satz müssen wir aber auch noch lesen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Pico oder Ihren Fachhändler. Super. Das finde ich ganz toll. Alles Gute. Und wollen wir die jetzt aufmachen oder hat er die jetzt so lange geschüttelt, dass die also jetzt hier explodiert? Ich glaube. Aber wir können sie auch aufmachen. Dann machen Sie die mal auf. Da gehe ich ganz weit weg, weil ich nicht kleben will hinterher. Keine Angst, keine Angst. Wir haben auch Gläser mitgebracht. Die wir stoßen im. Mal aufmachen. Moment, wir haben Helfer hier. Mal ganz langsam. Jetzt spritzt das alles gleich in die Kamera. Nee. Wenn wir es ganz vorsichtig machen, ist alles gut. Ist versichert. Ist versichert? Ja, bin ich ganz sicher. Ich bin das ja so gewohnt, es wenn wir... Es ist alles live und Farbe, wenn wir Zuschauer, wenn meine Tochter und ich am Sonntag immer Radfahren gehen, dann nehmen wir immer Apfelschorle mit. Und sie schüttelt dann auch immer. Und dann bin ich das gewöhnt, dass ich dann die geschüttelte Apfelsaftschorle dann auch immer so aufmache, dass ich nicht hinterher klebe. Ja. Und jetzt? So, jetzt haben wir einen Helfer im Hintergrund. Ich darf euch übrigens vorstellen, wir können mal schnell die Kamera draufhalten. Das ist ein Mitarbeiter von LOX in Berlin. Ein guter Freund, denke ich mal, auch von mir. Aha. Der hilft uns freundlicherweise. Also wir haben auch Berliner hier. Das ist erst der muss jetzt erstmal die Gläser zusammenbauen. Ja. So. So, die Kamera ist drauf. So, okay. Lieber Doktor. Alles Gute. Und vor allen Dingen darf ich auch im Namen der Fangemeinde sprechen. Toll, dass Sie es angepackt haben. 1992 am 1. Mai am Tag der Arbeit. Den Schritt zu machen, Pico zu übernehmen. Sie haben es 25 Jahre durchgehalten und der Bürgermeister wünscht sich, hat er mir vorhin verraten, die nächsten 25 Jahre, dass es noch weit steil nach oben geht. Lieber Doktor, danke. Herr Puttig, herzlichen Dank. Im Namen der Pico-Fangemeinde für die tollen Modelle. Ja. Und wir stoßen auch mit allen unseren Pico-Freunden weltweit an und freuen uns, dass wir heute so einen tollen Tag der offenen Tür machen können. Zum Prost. Wohl. In dem Sinne. Herzlichen Dank. Ja, wir bedanken uns ebenfalls für das tolle Gespräch. Wir bleiben auch sicherlich weiter im Gespräch. Ich glaube, spätestens in Nürnberg sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder gefordert. Da bin ich wieder gefordert. Und dann lassen wir uns wieder was Spezielles einfallen zu den ganzen Modellen. Vielen Dank, Herr Dr. Riffer. Vielen Dank. Viel Spaß heute noch hier. Schönen Tag noch hier bei Pico. Und damit endet mein Bericht vom 10. Tag der offenen Tür in Sonneberg. Und wie heißt es so schön? Nach dem Fest ist vor dem Fest. Ich werde mich jetzt noch etwas privat hier umschauen. Der 11. Tag der offenen Tür ruft in 2 Jahren wieder alle auf, nach Sonneberg zu kommen. Sie sind doch bestimmt auch mit dabei.